Hallo ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich wollte euch heute einen kleinen Haul abdrehen und euch ein bisschen mit auf meine Shoppingtour nach Ludwigsburg nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr Ludwigsburg kennt, Stuttgart wahrscheinlich schon eher. Genau, wir haben in Ludwigsburg verschiedene Stationary-Läden, wir haben das Marstall-Center, wir haben das Bräuninger Land, wir haben auch die Wilhelm-Galerie, da sind verschiedene Läden drin und ja, ich laufe eigentlich echt ab und zu gerne mal durch die Innenstadt durch, auch mit dem wunderschönen Barockschloss Ludwigsburg und dem blühenden Barock im Hintergrund. Und über die letzten Monate war ich im Marstall Center und habe mir ein bisschen was gekauft. Mitunter, das habt ihr vielleicht schon in meinem Vorbereitungsvideo für Köln gesehen, diese Taschen, ja, die ich eigentlich auch immer ganz schön finde. Die sind eigentlich für Hygieneartikel, aber ich finde sie ganz toll. Und dann habe ich mir beim DM auch noch geholt diese Papiertüten, einmal in Natur mit 6 Stück und einmal in Rot mit 24 Stück. Da sind online auch Bastelvorlagen, die man sich angucken kann. Finde ich eine echt ganz, ganz coole Sache. Und dann habe ich mir halt auch noch hier diese Geschenkanhänger mitgenommen. Die habt ihr in meinem Füssenbuch bestimmt auch schon gesehen. Damit bastel ich zwischenzeitlich immer mal wieder recht gerne. Ich nutze die hauptsächlich eigentlich als Hintergrund. Und ja, wie ihr seht, meine Packungen sind schon recht ausgedünnt worden, weil ich mir, es waren 3 Packungen, 2-mal weiß, einmal in diesem braun. Und von dem weißen habe ich mir schon die rechteckigen und die ovalen einmal in mein Täschchen gepackt für Köln. Und das hier ist übrig geblieben. Bei den anderen Paketen hat sich meine Tochter dann auch schon ein paar von diesen Aufklebern geschnappt, weil sie sie total toll findet und auch Scrapbooking betreibt. Genau, und dann habe ich mich umgedreht, als ich aus dem DM rausgegangen bin und war bei dem Tortolotto Eckert. Genau, und habe mir hier dieses Flow Kreativbuch für 2020 mitgenommen. Ja, das ist ganz witzig. Also da hat man für jeden Tag so kleine Aufgaben und die sind total lustig. Und hinten drin sind dann noch Sachen zum Ausschneiden, Anleitungen für ein Windrad. Ja. Und auch noch Kreissticker, Buchstaben- und Zahlensticker und halt wirklich diese Bastelanleitungen. Finde ich echt cool. Es sind sehr, sehr viele witzige Ideen dabei. Und dieses Buch hat gekostet 14,95 Euro. Von den Sachen im DM habe ich die Preise leider nicht mehr im Kopf, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, und dann war ich beim TK Maxx. Keine Ahnung, wie man das nennt, und habe mir Notizbücher mitgenommen für mein neues Bullet Journal für dieses Jahr. Ich habe von dem hier noch ein lilanes, das sich meine Tochter unter den Nagel gerissen hat. Das hat, glaube ich, keine 4 Euro gekostet. Und das hier war ein bisschen teurer. Das lag, glaube ich, bei knapp 6 Euro, aber auch okay. Nachdem dann das lilane Leuchtturm vergriffen war, habe ich mir dann gedacht, okay, dann nehme ich das hier. Das passt auch hervorragend in, ja, in meine Handtasche. Ich habe auch schon angefangen, da drin zu gestalten. Ich muss halt immer vorarbeiten, weil ich sonst einfach nicht hinterher komme. Das ist immer so mein Problem. Ich schaffe das zeitlich oft nicht. Das ist ein aktuell zu führen, also Woche für Woche zu führen, funktioniert bei mir mit den Kindern momentan leider noch überhaupt nicht. Ja, finde ich persönlich, gibt Schlimmeres. Ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Genau, dann war ich in der Wilhelm-Galerie.
Und das muss ich mal kurz auseinander sortieren, denn ich hatte das Video schon mal abgedreht und dann sagte mir mein anderer Akku, kannst mich mal gern haben, ich mag nicht mehr. Und ging einfach aus, was ich ganz toll finde, wenn es dann auf einmal so blöd abgehakt ist. Ja, genau. Und ich war bei Systrene Kräne drin. Das gehört nicht dazu. Ich war bei Systrene Kräne drin. Viele von den Sachen habe ich euch auch schon gezeigt. Zum Beispiel auch diese Buchstaben Stempel für 6,32 Euro. Und diese Aufkleber für 1,23 Euro. Also ich bin immer wieder von den Preisen begeistert, auch wenn jetzt die Stempel ein bisschen teurer waren, finde ich das nicht so dramatisch. Dann habe ich mir hier dieses große Stempelset mitgenommen, um es einfach auch hier im Büro zu behalten. Und habe mir hier so Metallscheren mitgenommen. Genau, die finde ich ganz schön. Die kleine werde ich mit nach Köln nehmen, die große lasse ich hier. Ich finde es ein bisschen unnütz, so eine große Schere damit zu schleppen. Und auch ein bisschen unpraktisch. Ja, und wie ihr seht, habe ich mir dann auch Siegelwachsstempel geholt. Und zwar in doppelter Ausführung. Genau, weil ich sie einfach schön finde. Hier mit einer Blüte und damit zu einer Ranke. Die habe ich jetzt leider in Ludwigsburg beim Systrene Kräne nicht mehr gesehen. Da hat ein so ein Siegelwachsstempel hat 2,28 Euro gekostet. Und natürlich auch die Siegelwachsstifte einmal in Gold und einmal in Blau. Das Doppelset hat 2,18 Euro gekostet. Warum ich jetzt diese eingeschweißten, eingepackten Sachen nach oben lege, hat den Grund, dass meine Tochter die bekommt. Sie weiß nur noch nichts von ihrem Glück. Genau, und dann habe ich mir hier diese Kreissticker mitgenommen. Das sind 10 Bögen. Die haben 90 Cent gekostet und auf jedem Bogen sind 40 dieser Sticker drauf. Genau, und ich war ja ganz traurig, als ich euch das Vorbereitungsvideo für Köln gezeigt habe, weil auf einmal mein Glanzpapier alle ging und dann stand ich im Systrene Kräne drin und dachte mir, ey, das Papier kenne ich und bin dann halt hingegangen und habe mir die Bögen rausgezogen und ja, es ist tatsächlich mein wunderschönes grünes Glanzpapier und von dem weißen habe ich auch nochmal ein Paket gefunden. Das sind 8 Bögen, die haben die Papierstärke von 200 Gramm pro Quadratmeter auf DIN A4 und kosten 1,68 Euro. Also, hoppla, jetzt bin ich gerade ans Stativ gekommen. Entschuldigt, bitte. Genau, also da kann man echt nicht meckern. Und ich bin ganz glücklich, dass ich das Papier wieder gefunden habe. Genau, und dann bin ich aus dem Marstallcenter, sondern aus der Wilhelm Galerie rausgegangen. Und da gibt es einen Seitenausgang, mit dem man dann in der Körnerstraße landet. Und in der Körnerstraße ist der Kunstmarkt Boss. Genau, der Kunstmarkt Boss in Ludwigsburg ist auch mittlerweile so auf Stationery und alles ausgelegt. Die haben ziemlich viele Sachen da. Ich muss da mal ganz kurz gucken. Ich vermisse nämlich meine Specials, die ich euch eigentlich auch zeigen wollte. Genau, Fall um. Ja. Und zwar, ich habe mir letztes Jahr das erste Mal Tombow Dual Brush Pens geholt, in diesen Farben hier. Weil ich die einfach mal ausprobieren wollte. Ich fand die ganz cool. Und ich komme damit auch echt relativ gut zurecht. Bin auch ganz glücklich, dass ich die habe. Und habe jetzt natürlich alle Farben durcheinander geschmissen. Das war jetzt sehr, sehr toll. Wirklich absolut hervorragend. Mia, hast du ganz klasse gemacht. Yay. Oh Mann. Super, jetzt geht's ans Sortieren. Genau, ja, der war noch dabei. Genau. Und dann habe ich mich in den letzten Monaten einfach nochmal beim Boss ein bisschen ausgetobt und habe mir da noch die ein oder anderen Stifte mitgenommen.
Genau, so. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. So, genau. Und ja, die ich so ein bisschen im höhenversetzt hinlege, das sind so meine Specials. Denn, genau. Nee, so war das. Genau. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, wenn ich das so dahin schiebe. Genau, der Kunstmarkt Boss in Ludwigsburg hat eine ganz coole Aktion. Und zwar, wenn ich 5 dieser Stifte kaufe, bekomme ich einen geschenkt. Und diese Stifte kosten dort 3,99 €. Und ich habe mir dann, als ich das erste Mal da war, habe ich mir dieses Set hier mitgenommen. Und habe mir den hier noch zusätzlich ausgesucht. Ich habe ja das hier gehabt. Und habe mir dann gedacht, okay, vielleicht auch mal so ein paar knalligere Farben. Und bin dann halt aber doch wieder zurück zu so, ja, dezenteren Farben gegangen. Und dann hatte ich halt diese Stifte hier und dachte mir, Mensch, ist ja doch schon echt viel jetzt mit, ja, so gedeckten Farben. Vielleicht dann noch mal was anderes dazu. Ach komm, nimmst du die noch mit? Und habe mir dann die hier ausgesucht und das hier als Geschenk. Und zum Schluss habe ich mir dann die hier noch genommen, weil ich einfach so, ich wollte, ja, eher so Pastellfarben noch haben. Ich meine, das ist jetzt auch nicht unbedingt Pastell, das hier eher auch nicht. Aber ja, ich dachte, ey, passt doch ganz gut. Und dann habe ich im Endeffekt 19,95 Euro für alle diese Sets gezahlt und habe immer einen Stift dazu geschenkt bekommen. Wie viel jetzt ein Stift gekostet hat, dürft ihr selber ausrechnen. Genau. Und da habe ich dann natürlich auch gleich noch ein Schnippchen geschlagen. Oder ein Schnippchen gemacht. Und habe dann auch gleich gesagt, haha, das ist ja mal super praktisch. Wenn ich die hier ins Büro mitnehme, dann kann ich die da reintun. Hervorragend. Ich meine, die packe ich jetzt nicht mit in diese Tasche rein, denn die kommen in meine Vorbereitungstasche für Köln. Die werde ich mitnehmen. Genau. Und dann hat der Kunstmarkt Boss natürlich noch eine ganz coole Aktion. Die haben jetzt eine Bonuskarte und ab 10 Euro bekommt man einen Stempel. Und wenn man diese Karte dann nach 10 Stempeln einlöst, dann bekommt man 10% auf alle regulären Preise. Also das ist echt total cool. Genau, und da habe ich mir dann noch für 3,29 Euro einen Stempel mitgenommen, den ich auch mit nach Köln nehmen werde. Denn ich habe mir erst gedacht, ach, ich nehme den hier mit, aber der ist ja voll riesig, ne? Ja, der bleibt unten im Büro. Der würde auch oben in meinen Bastelschrank überhaupt nicht mehr reingehen, in mein Ordnungssystem. Wobei ich mir da auch mal echt was Neues überlegen muss. Ich bin ganz unglücklich mit meiner Ordnung in dem Schrank. Genau, und dann war ich noch beim Kick und beim Woolworth und beim Kick habe ich mir diese Tapes hier geholt und ich habe mir die mitgenommen wegen diesen zwei Farben hier, weil ich dachte, ich hoffe, mir fällt da jetzt nicht alles um, hey, wow, das könnte ja so in das Farbschema passen, in das ich gehen möchte. Zumindest die hier wenigstens. Aber das und das werde ich auch mitnehmen. Weil, ja, das sind 10 Rollen. Da sind je 3 Meter drauf für 1 Euro. Und dann habe ich mir das hier mitgenommen. 8 Rollen für 2,99 Euro. Das ist eher so Glanz, also ganz cool. Und ich dachte erst, naja, komm her, 8 Rollen für 2,99 €, die sind garantiert durchsichtig. Nee, die sind blickdicht. Ich denke mal, wenn man sie auf kariertes oder liniertes Papier klebt, könnte vielleicht was durchschimmern. Aber ja, also finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm. Und dann war ich noch im Woolworth drin und habe das hier gefunden, weil ich auch immer einen kleinen Prittstift mitnehme. Und keinen Bock hatte, mir in Köln alles kaufen zu müssen, wie jetzt einen kleinen Stempel, einen kleinen Prittstift. Da habe ich den jetzt einfach mitgenommen. Gut, ist jetzt auch so eine 0815 Sache. Aber ich habe beim Woolworth drin dann noch einen Wassertankpinsel gefunden. Und ich wollte das eh mal ausprobieren. Und ja, ich finde das total cool. Ich denke, ich hätte wahrscheinlich beim Kunstmarkt Boss in Ludwigsburg
mit Sicherheit einen qualitativ hochwertigeren gefunden. Aber ja, zum Ausprobieren, ganz ehrlich gesagt, reicht mir das auch erstmal. Ja, genau. Das war so meine kleine, große, mittlere Ausbeute der letzten Wochen und Monate, eher Monate als Wochen, die ich so in Ludwigsburg gemacht habe. Ja, ich bin wieder sehr gut versorgt, nachdem ich jetzt auch meine Taschen ausgemistet habe mit den Sachen, die ich mit nach Köln nehmen werde. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Lust drauf machen, wieder mal ein bisschen shoppen zu gehen, vielleicht auch die schöne Gegend um Ludwigsburg und Stuttgart mal zu besuchen. Genau. Und ich hoffe natürlich auch noch zusätzlich, ich konnte euch ein bisschen angenehm die Zeit vertreiben mit dem Video. Ich werde dann mal alles wieder einpacken, wo es hingehört, und werde mich dann für heute erstmal verabschieden. Ich wünsche euch eine schöne restliche Faschingszeit, eine gesunde Übergangszeit vom Winter auf den Frühling. Und ja, viel Spaß beim Shoppen. Ich denke, mein nächstes Haul-Video wird wahrscheinlich nach Köln kommen. Und ja, ich bin auch am Überlegen, ob ich vielleicht mal ein Kurzvideo über mein Bastelschrank-Chaos mache, um vielleicht ein paar Ideen und ein paar Anregungen zu bekommen, denn viele von euch haben einfach so toll organisierte Bastelschränke, das könnte ich gar nicht machen, da ich sehr viel oben im Wohnzimmer bastel und wirklich keinen Schreibtisch da aufstellen kann, meine Arbeitsfläche hier unten im Büro habe. Aber wenn halt meine Kinder dann nachmittags daheim sind, bin ich doch der Übersicht halber gezwungen, was ich machen möchte, halt einfach noch oben zu machen, da sie halt doch noch ein bisschen kleiner sind. Ja, ich wünsche euch jetzt aber erstmal, nachdem ich euch jetzt hier zutexte ohne Ende, eine schöne, gesunde Zeit und bis zum nächsten Video. Macht's gut!